Hallo Leute, heute habe ich mal wieder eine Verlosung für euch und eigentlich hätte ich ja geplant, dass ich die bei 50.000 Abos mache. Dann war geplant bei 55.000, dann bei 60.000 und jetzt sind wir schon bei über 65.000. Was aber irgendwie nicht daran liegt, dass ich irgendwie ultra lahm bin oder keinen Bock dazu gehabt hätte. Nein, das war irgendwie nicht sehr lange her. Ihr wart einfach so krass schnell und ich bin nicht hinterhergekommen. Also die 50.000 sind gar nicht so lange her, deswegen, ja, ich bin voll überwältigt, wie viele neue Zuschauer ich habe. Also erstmal für alle neuen Zuschauer, hallo auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch gefällt es hier. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was ihr alles gewinnen könnt. Also es können 6 Leute was gewinnen, was ich persönlich so sehr gut finde, weil dann eben mehrere Leute eine Chance haben. Und ich zeige euch mal das erste Paket. Und zwar ist das dieses hier. Da ist eine Lidschattenpalette von Essence drin. Das ist die All About Nudes. Ich bin von diesen Paletten überragend begeistert. Kann man das sagen? Ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und die sind schön pigmentiert. In einem anderen Päckchen habe ich da auch noch mal welche drin. Dann gibt es von Alverde den Cream to Powder Concealer in der Farbe 20 Ivory. Einen Nagellack von Alessandro in einem wunderschönen Türkis, die Farbe Peppermint Patty. Die decken auch wirklich recht gut. Und einen Nagellack von Essence Color and Care. Das heißt, ihr könnt euch den auftragen, dann habt ihr so rosa Fingernägel und trotzdem werden eure Nägel noch gehärtet. Und einen Kajal, einen linanen von Maybelline New York. Das war das erste Päckchen. Das zweite Päckchen ist dieses hier. Das beinhaltet eine Bodylotion von La Parfumeur, eine Face and Shape Palette von Essence. Und ich muss sagen, dass diese Farbe besonders wirklich gut zum Konturieren ist. Dann ist hier noch drin ein Nagellack von Manhattan. Und zwar ist es die Farbe Red Ready for Me. Red minus Y for me, warum auch immer, 620. Und noch ein Alessandro Nagellack, diesmal in Gelb, das ist die Farbe Limoncello. Und eine Essence Rock and Doll Mascara. Dann habe ich hier noch ein kleines Päckchen von Crazy Factory und zwar ist da ein wunderschönes Schmuckset drin. Ich will euch jetzt die einzelnen Sachen gar nicht auspacken, aber ich kann es euch mal in die Kamera halten. Und zwar ist das einmal, es ist alles Silber übrigens, also von der Farbe her auf jeden Fall, vom Material her kann ich euch leider nicht sagen, wahrscheinlich nicht. Ach komm, ich pack's euch jetzt aus. So, das ist einmal so ein wunderschöner Ring. Ich ziehe ihn auch gerne mal an für euch. Es ist so ein Oberfingerring. Ich würde ihn mal am allerliebsten einfach behalten, weil ich den selbst so schön finde. Auch so einen. Dann sind da noch Ohrringe drin. Es passt übrigens alles zusammen von dem ganzen Set. Dieses kleine will ich jetzt nicht mehr auspacken. Auf jeden Fall sind das so runde Ohrringe und da ist ein Baum drin und da sind so Cutouts sozusagen drin. Ich kann es jetzt nicht so gut beschreiben. Wenn ich den Link finde, verlinke ich euch das gerne auch in der Infobox, damit ihr euch die Sachen nochmal genauer angucken könnt. Dann ist da natürlich eine Kette drin, wo ihr diesen schönen Anhänger dran machen könnt. Das ist auch dieser Baum. Also so sehen auch die Ohrringe aus, nur ein bisschen kleiner. Und ich finde die Kombination einfach mega schön. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein Päckchen hier. Und dann haben wir noch dreimal dieses Päckchen. In allen drei Päckchen ist das gleiche drin. Ich zeige euch jetzt dieses hier. Also das hier könnt ihr wirklich dreimal gewinnen. Und zwar ist da einmal drin eine Essence Forbidden Volume Mascara, ein Forbidden Volume Mascara Topcoat. Den habe ich auch drauf und ich muss sagen, dass der wirklich gut ist. Also den kann man eigentlich über jede Mascara drüber machen. Dann ein wunderschöner dunkelroter Nagellack. Und meine absoluten Essence Lieblingsprodukte. Also das ist, was jetzt kommt, ist wirklich mein Must-Have. Das All About Matte Fixing Powder von Essence. Das ist das beste Puder überhaupt im Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kann wirklich niemand was sagen. Und noch zwei Paletten. Ich habe ja bei der anderen schon gesagt, dass ich die so toll finde. Und zwar sind das die hier. Einmal die All About Craze
Und einmal die All About Roses. Ich mag die hier super, super gern. Die hat mega schöne Farben und mit der hier kann man so einen richtig schönen smoky Eye Look schminken. Also ich glaube, dass da ganz gut was sich mit schminken lässt. Und ja, das waren jetzt die Produkte. Also wie gesagt, dieses Päckchen hier gibt es dreimal und die anderen Sachen jeweils einmal, die ich euch eben gezeigt habe. Problem ist, es gibt eine neue Richtlinie auf YouTube. Ob die ganze neue ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall darf man nichts verlosen auf YouTube. Was ich persönlich total schade finde, weil das ja eine Verlosung für meine Abonnenten ist. Aber ich darf leider nicht sagen, hey, schreibt mir einen Kommentar, sagt mir, was ihr haben wollt und dann könnt ihr was gewinnen. Darf ich leider nicht, deswegen mache ich diese Verlosung auf meinen sozialen Netzwerken und zwar auf Facebook und Instagram. Da habe ich mich dafür entschieden. Und meinen Instagram-Account und meinen Facebook-Account findet ihr alles hier unten in der Infobox. Zur Info, ich heiße überall Lenas Lifestyle. Also einfach so zusammengeschrieben Lenas Lifestyle. Da findet ihr mich auf jeden Fall überall, wo ich angemeldet bin. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr da aktiv seid und natürlich mir folgt. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr hier Abonnent seid, weil es ja eigentlich eine Abonnentenverlosung ist und ein Abonnenten-Special. Aber wie gesagt, ich darf es leider nicht über YouTube verlosen, deswegen muss ich das so machen. Aber ich hoffe, das ist kein Problem für euch und ihr könnt mir gerne eine Rückmeldung dalassen in den Kommentaren, wie ihr generell die Produkte findet. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr auch hier auf YouTube sehr aktiv seid. Und somit verabschiede ich mich jetzt. Die Verlosung geht 2 Wochen lang und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss! Ey Leute, ich bin so verpeilt, ne? Ich habe was vergessen, deswegen drehe ich das gerade nach. Ich habe auch schon eine andere Frisur und so, aber egal. Und zwar ist in diesem Essence-Päckchen, das ich dreimal verlose, noch ein Lippenstift drin. Und zwar ist das ein wunderschönes Dunkelrot. Und das ist die Farbe 04 on the Catwalk. Und der ist natürlich auch noch dabei, den habe ich euch voll vergessen zu zeigen, obwohl ich ganz genau wusste, dass er drin war. Irgendwie habe ich ihn übersehen. I don't know, keine Ahnung. Das war's und ja, jetzt wirklich tschüss.